Und hier geht's weiter mit der Aufnahme. Alter, jetzt lass es doch endlich mal! Okay! Das hier ist eine deren Flachfolge. Seit 2 Stunden, erzähl mir hier bitte. Und du Idiot musst die ganze Zeit dazwischen rülpsen. Ja, aber es ist uns weg. Ich bin hier der Troller. Ich bin der Troller. Bitte. Ja, der hat noch ganz mich. Bitte, entschuldigt meinen Kumpel, da der ist schon jetzt wieder angesoffen. Nicht angesoffen, sondern besoffen. So viel ändert. Der taucht schon wieder hier drin. Ja, Energy auch noch, weil so eine kleine Dose, das ist der richtige Kraftstoff. Dann habt ihr gewusst, das ist Konzentrat. Ein Kumpel von mir, der Janis, kennst du ihn ja? Mhm. Der hat mir seinen kleinen Bruder Energy, also eine kleine Dose gegeben, hat gedacht, ja, ist ja nichts Schlimmes gekauft, eine Tankstelle. Das ist Konzentrat, der läuft weg, sein kleiner Bruder auf einmal 100 Runden, so eine Minute um die Tankstelle, so, Alter, was geht mit dir? Wir haben so viel Energie. Er guckt jetzt drauf, das war konzentriert, stand da drauf. Alter. Das war so lustig, als er mir sagt, ich hab mir so einen abgelacht. Alter. Mein nächster Erklär, hol mal schon mal ein neues. Nein, fix. Okay, Leute, jetzt darf ich euch mal was erzählen, okay? Oh Gott, nein. Einstimmen. Ja. Bitte nicht. Er will sagen, dass sein... Yes, er ist weg. Ich bin voll geladen. Hier ist weg. Also Leute, diese Sache ist diese. Als ich klein war, bin ich einmal aus dem Fenster gefallen und hab mir meine Beine gebrochen. Ach, deshalb bist du so. Ich kann schon mein ganzes Leben lang noch nicht mal mehr laufen. Das Problem ist, ich wurde so krass verletzt, dass ich meinen rechten Arm kaum noch richtig bewegen kann, dass ich auch ab und zu mal Zuckungen habe. Na dann. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ist, hier so rumzulaufen zu müssen. Ja, so geschimpft. Ich muss auch in der Schule, wieder man schon deshalb noch wieder gemobbt. Das ist halt sau schlimm. Ihr wisst doch nicht mal, wie ich da rumlaufe. Ich muss da erst 2 Schienen tragen an den Beinen, dann noch einen krass fetten Rollstuhl. Und weiter, mein Kumpel ist auch mit auf meiner Schule. So, da haben wir uns auch das erstmal getroffen. Ja, da war das auch Gangnastruktur, also ohne Gucken, ne? Ich weiß nicht, ob ich es ihm glauben soll, weil er einfach mal schon, weiß ich nicht, irgendwie nicht so die wirkliche Art hat, die Wahrheit zu sagen. Ich meine, ich glaub's ihm auch nicht, dass er 16 ist. Mach das kaputt! Fuck! Ey, nur noch so ein ganz kleines bisschen. Alter. Wie gesagt, Leute, ey, ihr wisst nicht, wie krass schwer das gerade ist, finde ich. Ja, es ist auch. Mein Bein ist schon wieder weg. Kannst du mal bitte das Kühler holen? Lol. Nice. Wie schießt die? Oh, wieder Schrotze. Ah, okay. Okay, jetzt versuchen wir endlich mal von diesem Scheiß-Thema abzukommen. Weil es ist echt peinlich für mich, über sowas zu reden, weil die meisten mich dadurch auch mobben und so weiter. Ja, lass da... Kommen wir wieder zum Lustigen rüber. Ja, die Leute... Ich bin... Okay, das ist ja deine persönlichen Probleme. Okay, das...
Schreibt, wartet, ihr schreibt gerade einer in die Kommentare was rein. Soll ich euch vorlesen? Lass es. Man liest doch einfach vor. Okay. Alter, dieses Thema ist echt rührend. Mir ist sowas auch eigentlich noch nicht passiert, aber ich glaube, ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Ich denke die ganze Zeit gerade drüber nach, wie bloß sowas passieren konnte. Erzähl doch mal weiter, wie das gerade passiert ist zu dem Zeitpunkt. Oh Gott, bitte nicht. So der Zustande, dass... Und ich noch mal auf Weimlitz. Auf ja. Wiedersehen, ja. Du Klopp! Halt Maul. Also, es ist so zustande gekommen. Ich wurde von meiner Treppe, um genau zu sein, runtergeschubst. Ein Idiot hat gemeint, mich von diesem so krass runtergeschubst, dass ich ständig auf den Treppen aufgekommen bin. Das ist er meinte mich so runterzuschubsen, dass ich mehrmals mit den Armen gegen den Rand davon, also gegen das Geländer kam und dann mit dem Bein ständig aufkam. Dabei ist auch die Verletzung mit meinem Hals zustande gekommen. Leute, ich wurde überfahren. Und dann von mir musste ihm erstmal sich dann schnappen. Ja, das war ich. Ja, der kann man schön mit Nasen sein. Und so verraten wir uns erst kennengelernt. Und dann haben wir die... Nein. Der Kerl hat mich nur... Aber der ist lustig. Junge, der ist schon schlimm geworden. Ja, mich verschnitt zu lernen, genau gesagt. Aber der ist... Und mein Freund hat ja gesagt, der hat Nasen so. Schlimmer noch, er hat eine gebrochene Nase gehabt. Ich glaube, das hat der Arzt ihm noch nicht gesagt. Ja. Nick, das hat mir nur letztens erst der Arzt gesagt, oh, das ist ein Spy. Kenne ich, wurde dadurch getötet. Ah, scheiß Spy. Wir werden verkacken. Fuck! Okay. Welchen hatten wir? Den hatten wir noch nicht, oder? Okay, Leute, was würdet ihr jetzt dazu sagen? Also was mit mir passiert ist? Oh Mann, Alter. Wenn die Kommentare stehen, dass es ihnen so leid tut, aber das ist mir jetzt gerade so im Moment wirklich nicht ganz so wichtig. Aber jetzt sag mal, was denkst du darüber? Über mich, wegen dieser Verletzungen und so weiter. Oh Gott. Ey, das klingt so, als würde er Aufmerksamkeit verlangen. Deswegen. Ich würde mich gerne interessieren, was Michi oder du dazu sagen würdest, was ihr davon haltet, was der mit mir angestellt hat. Wie ihr euch jetzt also, in so einem Moment, wenn ihr sowas erfahrt, gerade fühlt oder so. Es klingt ein bisschen falsch, was er mit mir angestellt hat, aber naja, wenn du wirklich jetzt so eine Verletzung hast, ich kann das ja nicht beurteilen, ich glaube ja nicht jedem Menschen, der mir gerade über den Weg läuft, ist das echt scheiße. Jetzt ja, schön, wir schon den Fall, also ernsthaft, es ist echt ernsthaft nicht einfach so zu leben. Klar, glaube ich dir. Du sagst, da ist ein Thema, Thema. Ich werde die ganze Zeit in der Schule nur... Oh mein Gott, die ganze Zeit, jeden Tag, ich komme in die Schule und dann sagen sie immer erstmal nachkrüppeln oder sowas. Sanitäter! Ist meine Aufnahme auch schon in 13 Minuten vorbei. Oh Gott, das klingt, als würde er verlangen Aufmerksamkeit. Na klar. Das ist so nervig. Ich bin jetzt auch mal so ein der Moment, weil ich mache jetzt auch die Stimmungskanone endlich. Junge, vergiss einfach mal kurz deine Krankheit und bleib einfach positiv. Bitch. Okay, Leute.
Dann kann man den sterben. Credits! Also das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist euch zu sagen, dass es echt, ihr wisst ja, ist es schon sehr, sehr mies und so weiter. Aber das Schönste ist ja noch, weil ich hier immer gemocht werde und hier kann ich mich als Einziges ausziehen, weil ich hier endlich mal nicht angegriffen werde. Deshalb. Ah, der Fluchtplan, cool. Und ich vertraue euch da in einem gewissen Punkt, dass ich euch das hier gerade anvertraut habe. Warum anvertraut? Ich meine, wenn man dich sieht... Festhalten. Und das ist festhalten. Vertrauen. Hä, hey, wenn er ein Krüppel ist, dann braucht er es doch niemandem anzuvertrauen, dann sieht's doch jeder. Okay, Leute. Ich vertraue euch in diesem Moment gerade auch sehr, sehr an was an. 900 ich kann euch in dem Punkt vertrauen, dass ihr mich dadurch nicht gar nicht machen könnt. Ich kapier's nicht, ich passe. Was wolltest du sagen? Vertrauen? Vertrauen fremden Leuten. Ja, das tue ich leider viel zu oft. Alert, if they deploy the bomb, you've defeated the wave. Good. Get to an upgrade station. Ich weiß, es ist falsch, weltfremden Leuten zu vertrauen, aber ich vertraue euch gerade in diesem Moment sehr. Na dann. Okay, Leute. Warte mal, du hast meine Abonnenten wissen das schon zum größten Teil. Nicht alle, aber jetzt schon fast alle. Das Bier hier, Oettinger, ganz nettes Bier. Warte, ich halte euch gerade mal hier in die Kamera. Mal so gar keine Schleichwerbung. Yo, Eric. Genau, bring dich etwas selber um. Läuft. Kann man machen, ich belebe den eh wieder. Nee, er hat sich ja schon umgebracht. 4, 3, 2, 1. Ach, scheiß drauf. Einfach rein. Was bist du eigentlich? Was? Was bist du? Oh, Kacke. Ich weiß nicht, wie die Klasse heißt. Gerade nicht. Demo-Mann. Nee, bin kein Pyro. Demo-Mann. Achso, ja. Oh, heiße okay, Kanone! Jetzt ist meine Aufnahme auf Twitch gleich vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend hier auf Twitch und auf YouTube. Das Ganze kommt noch auf YouTube. Also, viel Spaß! Herzlichen Glückwunsch, du hast deine Aufnahme geschafft. Unsere läuft schon bereits seit einer gefühlten Stunde. Ja, meine ist schon seit 7 Stunden am Laufen gewesen. Bei dir ist das so, du hast einen Livestream. Ich bin 40 Stunden dran. Ja. Gut, bei dir ist das so, du hast einen Livestream. Wir haben ein Let's Play. Ja, Livestream ist ja auch ein Let's Play so gesehen, weil das wird noch auf YouTube hochladen.
Und ich mache morgen meinen 24-Stunden-Stream, also ich heiße genauso dort auf Twitch, wie ich hier heiße. Schon, aber ich meine, da bist du ja gerade in Real da, genau jetzt zu dem Zeitpunkt. Und bei einem Let's Play, das lädst du ja erst hoch. Und da gibt's schon ein paar Zeitbegrenzungen und so weiter. Mein Kumpel geht mir gerade ein Bier holen. Ja. Oh Gott, ich passe. Wir benennen uns Kumpel. Dabei seid ihr kein Fan, oder was? Ich bleibe mal kaputt. Du meine Jungs bleiben, wenn ich ihn immer Kumpel und Freunde und so weiter war. Ja, weil ich habe einfach null Bock. Also, ich denke, so komisch mit Pädophilen, Angebuchen oder irgendwas, so eine Scheiße. Aber ich habe einfach keinen Bock darauf, dass sich dann jeder hier bei Steam ändert. Hier ist deine Nummer, hier ist deine Nummer. 01525608797. Tut mir leid, mein Handy ist aber leise. Also aus und noch, dann ich hab derzeit keinen Akku drin. Ich hab eine Klasse Kopf und Kopf mal. Na cool, okay. Das Nagelkanone, das ist also ich Heilung. Ich habe gerade meine Nummer auf YouTube, also nicht wirklich gesagt, schaut mir jetzt nicht mehr zu, meine Aufnahme ist ja vorbei, also kann mir jetzt kein POW mehr anrufen. Ja, aber der anderen auch. Ja, wenn man die Nummer, sogar noch. Kannst du, wenn seine Nummer, könntest du, die bitte, stumm schalten, ich hab, weil der ruft ihn auch wirklich schwer an. Also ich zensiere meine Nummer immer und so weiter. Ihr könnt aber gerne mal... Naja, ich kann auch mehr Chance! Guten Tag! Ich sag dazu nicht. Los! Also bitte zensiert das Ganze. Ich kann das auch versuchen, ein neues Intro oder so zu machen. Nö, danke, wir haben schon einen Mann, der das für uns erledigt. Die Aufnahme liegt noch bei uns. Und das in der Nummer auf Twitch gesagt. Live. Und das Allerschlimmste war, jetzt ging das Telefon schon. Mann, Gott, ich muss gerade die Aufnahme beenden. Wie belebt man eigentlich wieder? Wie jetzt? Na, wenn er stirbt, dann liegt er nicht so an. Ich bin keine kleine Maschine, die musst du anvisieren und dann heilen. Kleine Maschine? Ah, du warst ein Moment schwarz, ich hätte das noch nie gehört, ey. Alter. Naja, so gesagt, auf unserem Let's Play... 20% meiner Freunde sind schwarz. Super. Ja, und vor allem ist das eine Sache. Er hat nur 3 Freunde. Oh, wie heilt man sich selbst? Das ist echt cool. Das waren 20, das waren tatsächlich 20. Ja, bist du sogar der erste noch geblieben? Nein, ich bin 20 ganze Stufen. Nein, das war ein Dreckmacher. Demo is dead! Hey mich. Wo bist du? Ach, ihr habt übrigens gewonnen. Ach, und Heavy. Der Pyro ist deutsch. Weil, wenn man mal seinen Fluss anhört, er sagt nicht wie andere. Ja, das ist ja auf der original amerikanischen Version. Und wenn man sich den sein Los nicht anhört, wird wie. Also, wirklich wie Los ist go, weil das wird ja alles geschnitten. Das heißt, manchmal denken auch, der wäre Mexikaner. Also, das könnte vielleicht sein, also. Und es gibt sogar, eine Theorie habe ich mir aufgestellt, ist aber bei mir ein Bug. Der ist vielleicht ein Gehirn oder kein Mensch, wir haben nur einen Schädel.
Entschädigung unter dem unter einer Maske. Aber mir ist auch noch was aufgefallen. Ja, keine Ahnung mehr, schieb du. Es gab mal bei dem ursprünglich beim ersten beim ersten Team Fortress, also Team Fortress Classic, gab es mal eine Sache, die auch schon rausgenommen worden ist. Und zwar für den Pyro war dieses Kleidungsstück. Und soll ich euch dieses Kleidungsstück nennen? Das sogenannte Hakenkreuz. Stand da. Ach so, okay. Mann, sowas von den Augen aus, das ist schon so schön. Warte kurz. Okay, ich meine, ich werde jetzt erstmal überall gebockt. Ja, das. Fuck! Okay, Leute. Ja, das ist ein bisschen wie eine Rede. Ich muss euch gleich mal was sagen. Jetzt kommt die Sniper-Bombe. Ich habe gerade euch krass in einer meiner Folgen getrollt. Dachte ich mir schon. In meiner Folge getrollt. Dachte ich mir schon. Oh mein Gott, ihr habt's doch gesagt. Oh mein Gott, ich glaube, ihr seid reingefallen, ihr Moron. Wir sind nicht reingefallen, du musst ihm zuhören. Der das erleiden musste, ein Freund von mir. Der ist ein sehr netter Freund und der hat mich darum gebeten, mal andere Leute damit zu trollen, dass ich es angeblich sei. Den Freund gibt's wirklich, ich kann euch den gerne mal in der Folge vorstellen. Also beim nächsten Mal. Also, ich kann euch auch Bilder von ihm senden, also kein Problem. Du weißt, falls du ihm richtig also, zugehört Leute, hast. Ich gerade von mir getroffen, oh, von einem 300.000 Abonnenten-Kanal, also. Motherfucking shit. Ja, das passiert nicht immer. Das macht er immer. Ich mach's für uns immer. Leute. Online? Leute. Deutsch, Englisch, Amerikanisch. Ich passe, bye bye. Und